Can I be your superhero? Superhero. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir zocken weiter SmackDown vs. Raw 2008. Hardcore Fatal 4-Way Match. Auf geht's. So, Hardcore. Hier können wir definitiv keine Mädels wählen, soweit ich weiß. Nur weil ich jetzt wieder Zufall machen werde. Weil es mir eigentlich Banane ist, wer hier im Hardcore-Match gegeneinander antritt. Und von daher, okay, John Cena gegen MVP. Ich habe gesehen, MVP ist mittlerweile auch wieder am Start. Er kann auch gleich mal seinen Titel riskieren. Finlay und Mark Henry. Okay. Finde ich gar nicht so verkehrt, was wir hier für einen Mix haben. Also, wie gesagt, MVP ist, soweit ich weiß, auch wieder bei Raw oder bei SmackDown, ich weiß es jetzt nicht, wahrscheinlich eher bei Raw. Den fand ich damals, ja, der ging mir damals eher auf den Sack. Danach fand ich ihn irgendwann ganz okay. So, der hat auf jeden Fall Wiedererkennungswert, das muss man dem Typen lassen. Ja, ansonsten habe ich jetzt keine große Meinung. Ich finde es ganz okay, dass der wieder da ist. My name is Finlay. Aber sonst ist mir das total Banane. Finlay war ja damals schon etwas älter, soweit ich weiß. Der müsste irgendwie Backstage noch tätig sein. Aber dass der nochmal zurückkommt, glaube ich nicht. John Cena geht ja auch mehr so ins Filmbusiness mittlerweile oder schon seit einigen Jahren. Ja, und Mark Henry, den haben sie ja damals eingeführt. Der war ja damals so ein Koloss, könnte man fast sagen. So ein Powerhouse. Na, und dann haben sie es gleich gemacht wie bei Great Khali oder so. Die sind erst so mega krass und so und auf einmal wird, ey, Great Khali wurde damals fertig gemacht von Hornswoggle, ey, das werde ich nie wieder vergessen. Das war auch ein Blödsinn. Aber gut, ich war jetzt sowieso kein großer Fan, aber anfangs war der so diese mysteriöse Gestalt, der sogar den Undertaker platt machen konnte und hinterher verliert er gegen Hornswoggle, Alter. Aber gut, machen wir mal weiter. Hardcore-Match, also auf jeden Fall Gegenstände benutzen, das muss ich mir mal merken. Das muss beenden. Wie auch so ein halber Hans-Schiedsrichter hier, den Mark Henry, ey, der ist in Wirklichkeit mega das Tier. Wenn der gegen, also das wird nicht passieren, sag ich mal, dass der Schiedsrichter den umlaufen kann. Der Ringrichter, sorry, ich sag immer Schiedsrichter, wie gesagt, man merkt einfach, dass ich... Nee, ich kann jetzt nicht, ich muss den Finisher machen, komm, heb ihn auf. Also wie gesagt, das wird nicht passieren, dass er jemals von so einem kleinen Typen umgerannt wird. In Wirklichkeit wird er von Mark Henry abprallen. Ja, eigentlich wollte ich den Tisch machen, aber gut, dann machen wir halt hier mal so eben den. So, was ist mit den anderen beiden? Die haben jetzt mal Stühle in der Hand und belauern sich, oder was? Eigentlich wollte ich hier so hin. Und dann wollte ich... Ja, man sieht, das funktioniert total. Ich will den Tisch auseinandernehmen. Das lassen wir dann einfach mal sein. Boom. Gehen wir mitten in die Fresse rein. So, mal gucken, funktioniert es jetzt? Nö. Ja doch, jetzt. Vielleicht kriegen wir ihn ja sogar auf den... Ey, nicht pinnen. Das ist immer das Schwierige beim Match, wo halt mehrere am Start sind und wo du halt kein K.O.-System hast. Wenn dann da ein Pin stattfindet, kannst du nichts mehr machen, wenn du an der anderen Seite irgendwo am Start bist. Oh nein. Ich dachte schon, jetzt ballert er mich durch den Tisch durch. Ich will ihn doch einfach nur irgendwie durch den Tisch kloppen. Nee. Ah. Das soll nicht sein. Das soll nicht funktionieren. Komm her. Nee. Nee, er will nicht. Oh, MVP zeigt da seinen Finisher, ne? Vielleicht sollten wir lieber in den Ring rein. Geiler Jump an dieser Stelle von mir. Mark Henry, pass auf, dass er hier nicht irgendwie versucht zu pinnen. Geiler Move von MVP an dieser Stelle. So, komm her, Marky. Marky Mark. Okay, und nochmal der Tritt. Und jetzt haben wir einen Finisher. Jetzt können wir versuchen... Ich werde es mal... Nee, er will einfach nicht. Er hat einfach keinen Bock irgendwie auf den... Komm her. Ah, er will nicht. Sorry, es funktioniert nicht. Ich muss ihn speichern. Sonst ist er ganz weg. Wie er einfach ganz chillig weggeht. Ich will nicht mit dem Hammer. Na, du weißt schon. Okay, machen wir Finisher. Kann er überhaupt aufgeben außerhalb des Rings? Okay. Die Frage stellt sich sowieso nicht mehr. Wie er mich einfach ins Leere laufen lässt. Jetzt nochmal der Sprung.
Boom, der hat sogar gesessen, der war richtig stark. Ah, shit, wir können ihn hier noch nicht auf den Tisch raufdonnern. Weil der Tisch noch nicht frei ist. Der Tisch ist noch nicht frei. Wir müssen noch warten. Okay, jetzt probieren wir es einfach nochmal. Wir können hier den Finisher von ihm klauen. Das machen wir an dieser Stelle und... Das ist eben die besondere Eigenschaft, dass das, wenn ich oben abspeichere, links oben habe ich gerade abgespeichert. Meine besondere Eigenschaft ist... Nein! Nein! Boah, wie er einfach über ihn rüberschlägt, ey. Das wäre richtig bitter gewesen. Nein! Nein, 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 nein. Boah. Das ist auch so ein Dirty Finisher. Das ist auch so ein spezieller Finisher. Nee, nee, nee. Boom. Auf die Fresse. So, ich probiere es jetzt einfach irgendwie nochmal. Nee, er hat den Finisher von mir gekontert. Ja. Ja, 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 ja. Komm. Auf geht's. Boom. KO. Schöne Sache. Haben wir das Ding gewonnen. Ist natürlich immer ein bisschen fies, wenn der Gegner jetzt seinen Titel verliert, aufgrund, weil ich einen anderen gepinnt habe. Ne? Also ich habe ja, wer hatte den Titel nochmal? Das war ja nicht Mark Henry, ne? Das war, warte mal, wen hatten wir denn? Finlay hatten wir noch dabei. Und wer war der andere, den wir noch im Match dabei hatten? Ohne Scheiß, ich weiß gar nicht mehr, wen hatten wir denn jetzt noch dabei im Match? Der hatte auf jeden Fall den Titel, glaube ich. MVP, meine Fresse, MVP war dabei. Der hatte den Titel. Und wir haben ja jetzt Mark Henry gepinnt und beziehungsweise zum K.O. gebracht. Und dadurch haben wir den Titel gewonnen. Also theoretisch hätten wir, also wäre es besser gewesen, wenn MVP verloren hätte. Aber ist ja auch egal. Wir haben jedenfalls den Titel geholt. Ich bin fürs Erste wieder raus und hoffe, ihr seid dann beim nächsten Match auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.